Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute habe ich vier Themen für euch. Das erste Thema: Fluggesellschaften müssen, wenn sie nach San Diego fliegen, umdisponieren, weil es dort Spritprobleme gibt, quasi wie in Afrika. Dann haben wir noch das nächste Thema: Lufthansa-Flug, ein Notebook brennt. Ja, ein Fall, der scary ist, um es so zu sagen. Da habe ich ein Video für euch. Dann habe ich noch neueste Nachrichten. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da wurde über die 340-600er gefragt, ob die bei der Lufthansa jetzt alle wieder fliegen würden. Da gibt es von der Lufthansa ein Update. Bleibt gespannt, inwieweit das Update ein Update ist. Und wir haben ein Status-Match für euch mit der Bamboo Airline. Wer nach Vietnam fliegt, kann dort einen Premium-Status bekommen. Wie ihr an dieser Stelle wie immer wisst, mein Name ist Lars. Ich bin da, um euch mehr Punkte, mehr Meilen und vor allem auch mehr Status zu bringen. Und was auch ganz wichtig ist an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen oder aber auch eine Kanalmitgliedschaft zu machen. Wenn ihr die Glocke anmacht, dann verpasst ihr auch keine Sendung. Normalerweise gehe ich live, heute nicht, morgen vielleicht auch nicht, übermorgen vielleicht auch nicht, weil ich unterwegs bin auf Reisen. Und da gibt es dann leider kein Live. Zumindest versuche ich es zu halten. Aber um 19 Uhr geht es los, dann ist das Video hochgeladen. Ich schneide es für euch noch mal ein bisschen. Lufthansa, British Airways und andere Fluggesellschaften, die San Diego anfliegen, müssen wegen Kerosinmangels dort die Flüge umleiten. Was man natürlich macht, ist dann zum Beispiel in Johannesburg, war das ja auch der Fall, da fliegt man halt dann über Windhoek oder andere Stellen, wo die Kerosinlage besser ist. Und hier in dem Fall ist es auch wieder so, dass ein Leck in einer Pipeline in SoCal dafür gesorgt, dass man am Flughafen Probleme hat. San Diego ist ja ein Flughafen, der top am Wasser gelegen ist. Ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzufliegen. Es ist phänomenal. Insofern beim Flug BA272, wie das bei British Airways heißt, die sind geflogen von San Diego nach London nonstop. Aber der 350-1000er, geile Business Class, bei British Airways hat dann am Neujahrstag die Reisenden nach Los Angeles entführt. Also man ist dann von San Diego nach LA geflogen, um dann aufzutanken und dann die ganze Strecke zurückzufliegen. So etwas ist vorher bekannt. Deshalb pumpt man da wahrscheinlich auch schon mehr Kerosin mit. Ich weiß nicht, wie die Lage in San Diego ist, ob die da gar keinen Sprit haben oder nur verminderte Mengen, dass man dort dann halt nicht tanken kann, sondern bunkern muss, wie das so schön heißt. Also wenn jemand Fuel Bunkering macht, heißt das, dass man zum Beispiel Hamburg-London fliegt und dann aber schon für die Rückflug auch schon den Sprit eingerechnet hat und in Hamburg getankt hat. Das wäre Fuel Bunkering. Oder ein anderer Klassiker ist zum Beispiel, dass wenn du eine Strecke hast, die relativ teuren Sprit hat, wo du ankommst, dass du dann schon deinen Sprit mitnimmst und sich das dann auch auswirkt auf zwar den Verbrauch, aber es trotzdem billiger ist, etwas mehr Verbrauch, weil der Sprit wiegt ja natürlich auch was, dann einzukalkulieren und vor Ort dann halt nicht den teuren Preis zu bezahlen. Ist natürlich aus Umweltschutzgründen scheiße, muss man der Ehrlichkeit halber so sagen. Sorry für das harte Wort, aber so ist es nun mal. Ja, die Lage ist so, dass natürlich ein NOTAM, also Notice to Air Mission, früher hieß das eine Airman, jetzt zu Air Mission ist. Und da ist es so, dass es kein Flugtreibstoff verfügbar ist. Also hier wissen wir es ganz genau, was dort passiert ist. Das Problem sollte dann ab dem 4. wirklich so sein, dass kein Sprit da ist. Was haben wir heute? Heute haben wir den 3. Also ab dann, im Moment haben sie noch ein bisschen da, dass man also auch für Wetter oder Rückflüge nicht auftanken kann. Und man rechnet aber damit, dass das Problem bis zum 7. Januar besteht. Bis dann sollte dann die Pipeline repariert sein. Umleitungen sind natürlich nicht nur bei der Lufthansa oder bei der British Airways, sondern auch bei den lokalen Fluggesellschaften, die hinfliegen, United oder aber Alaska. Southwest fliegt da ja, glaube ich, auch hin, fliegen sie wieder. Und ich drücke die Daumen. Dann gab es auf dem Lufthansa-Flug, und das ist eine 747 gewesen, sogar eine -8, die ist von Los Angeles nach Chicago, und zwar in Chicago diverted, weil ein Feuer da war. Ihr seht das an dem Video, ich muss mal gucken, auf welche Seite ich es einstelle. Und da seht ihr es halt wirklich, dass die Crew den Brand dann erstickt hat. Die Piloten haben den Flug natürlich umgehend dann landen lassen. Das Video ist auf Twitter gewesen, ich habe es für euch dort gerippt. Und das ist im Gepäckfach passiert, auf dem Flug 457. Das ist der Flug von Los Angeles nach Frankfurt. Und dann haben die
Flugbegleiter natürlich direkt mit den Feuerlöschern das Feuer bekämpft. Die 747 ist wieder in Dienst und fliegt auch. Und man ist dann 4 Stunden nach der Landung dort dann mit der Flugnummer LH9925 nach Frankfurt gestartet. Aber das Flugzeug ist auch wieder regulär im Einsatz. Man ist nach Sao Paulo geflogen, man ist nach New York, nach Washington und nach Singapur damit geflogen. Und es handelt sich übrigens um einen Vorfall mit der Alpha... das ist die Bravo Yankee, Alpha Bravo... Nee, da fehlt eine Kennung. Da fehlt doch etwas in der Kennung. Das müssen doch... 4 sein. Ist das die Alpha, Bravo, Yankee, Julian? Nee, das macht keinen Sinn. Das muss ich nochmal direkt schauen. Aber auf jeden Fall ist es am 26. Dezember passiert, also am 2. Weihnachtstag. Dann haben wir die News von der Lufthansa. Und zwar insgesamt 10 der 340-600er kommen zurück in den Liniendienst. Letztes Jahr noch 5 für die Ops in München geplant, sind es jetzt 10, die reaktiviert werden. Maximal 5 kommen nach Frankfurt. Dann heißt es weiter, der Flugplan wird gerade natürlich noch in Bearbeitung. Man weiß ja noch gar nicht, was man für Flugpläne macht und welches Flugzeug man wo drauf einplant. Wichtig ist natürlich hier, es gibt eine First Class. Ganz wichtig, es gibt eine First Class. Und wo die Galeere oder internen Lufthansa, die lange, eingesetzt wird, aber der Einsatz sollte wahrscheinlich im 2. Quartal 2023 starten. Und wie könnte es anders sein? Die Verkehrsentwicklung ist der Grund. Man hat jetzt mehr Passagiere, man braucht weitere Flugzeuge und man muss das Streckenangebot natürlich auch erweitern. Die Leute wollen fliegen. Geil, oder? Könnt ihr unten kommentieren, wo ihr hinfliegen wollt, was ihr für Ziele habt und wo ihr sagt, da möchte ich dieses Jahr unbedingt hin. Spannenderweise haben wir dieses Jahr schon 3 Kunden, die auf Hornkurs gehen wollen. 2 Kunden. Mario ist ja außer Konkurrenz. Also 3. Mario ist ja quasi bei mir Concierge honorem causa. Statusmatch, das ist ja immer etwas, was für die meisten Leute geil ist. Ich finde auch Statusmatch immer dann geil, wenn ich ihn benutzen möchte. Also das heißt aber auch dann requalifiziere. Also jeden Statusmatch, den ich gemacht habe, außer Alitalia, gebe ich zu, also ITER. Ne? Das gebe ich zu meiner Schande, aber das habe ich nur gemacht, um zu gucken, ob das auch klappt. Bamboo Airways, die haben eine neue Statusmatch-Kampagne. Und zwar gibt das... alle 4 Status-Level, die es bei Bamboo Airlines gibt, die werden auch möglich sein, um da rein zu matchen. Und ihr könnt natürlich da Applications ist vom 1.1. bis zum 31.12. Das heißt also, ihr könnt das ganze Jahr das machen. Also ihr solltet das so machen, dass ihr das kurz davor macht, bevor ihr dort fliegt, dass ihr auch die möglichst längste Zeit habt. Und jetzt geht es natürlich zu Bedingungen. Es gibt einen Diamond First Member, da muss man einen Businessflug nehmen. Ne? Also das ist wichtig mit Bamboo Airlines. Vom 1. Juni bis zum 31. Dezember. Der Flug muss geflogen werden, bevor man den Status hat. Also im Prinzip wäre es ja kein Status-Match, ist sogar eher eine Status-Challenge, wenn man ehrlich ist. Gold, ein Economy-Class-Flug, auch in demselben Zeitraum, 1. Juni bis 31. Dezember. Aber wichtig ist Emerald, da gibt es keine Kondition. Emerald bei Bamboo Club ist bei denen quasi die, ja, ist das eine Art Einstiegsstatus, also ist vergleichbar mit dem Silberlevel bei Vietnam Airlines. Der höchste Status, das ist der First. Wundert mich eigentlich, dass First höher ist als Diamond. Da kann jeder matchen, der ein Starlines Gold hat, der ein Emerald hat, und ein Elite Plus bei SkyTeam. Also im Prinzip mit meiner ITER-Karte. Dann, wer bei Vietnam Air ist, kriegt natürlich das mit Platin gematcht. Wer den Diamond-Status haben will, kriegt das gematcht mit Gold oder mit einem Sapphire-Status bei der One World. Dann geht es weiter. Wer Gold haben möchte, kriegt das mit einem FTL, also mit einem Star Alliance Silber oder mit einem Ruby bei der One World oder mit einem Titan von Vietnam Airlines. Und den Emeralds gibt es mit Silber. Aber ich sag mal so, ich denke mal mit Starlines Gold direkt in den First, das ist doch ein geiler Zug. Was gibt es noch dazu zu sagen? Wenn man die Vorteile sich anguckt, sind die Vorteile auch relativ gut, die es hier gibt. Da kann ich euch auch direkt sagen,
was es dann gibt. Wo haben wir es? So, jetzt wird es größer. Das sind natürlich mehr Gepäck mit Loungezugang. Also die klassischen Dinge, die man bei einem Status-Match bekommt. Ja, damit bin ich jetzt mit meiner Sendung heute durch für euch. Wir sind, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten mit den vier Themen. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Danke, dass ihr uns treu seid. Danke, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und ganz, ganz wichtig, kommentiert und Kanalmitgliedschaft. Danke euch. Ich wünsche euch, falls ihr das heute zum ersten Mal seht, die Sendung im neuen Jahr, natürlich auch ein frohes neues Jahr noch und auf jeden Fall euch viele Meilen, mehr Punkte, mehr Status, so wie unser Slogan ist. Also, bis dann und ich bin jetzt weg und sag einfach mal tschüss, bis dann. Ciao.